Hallo Freunde und willkommen zurück zu Rift. Ja, da stehen wir vor diesem gigantischen Baum. Bei dem haben wir noch allerhand zu tun. Mehrere Quests sind dort noch offen, die müssen wir noch erledigen. Das hatten wir uns für heute vorgenommen, nachdem wir in der letzten Folge die eine Höhle gesucht haben und sie auch gefunden haben. Das ist schon mal gut. So, bevor wir aber loslegen, schaue ich nochmal gerade auf die Uhr, damit diese Folge auch bei 20 Minuten geht und nicht wieder nach 10 Minuten oder so ausgeschaltet wird. Und dann habe ich hier noch was Glitzerndes gesehen. Ihr wisst ja, was Glitzerndes, das will ich unbedingt haben, ein Artefakt. So, Kriegswaffen Seite 1. Ja, das nehmen wir doch mal. Verwenden. Wählt das Set für dieses Artefakt. Das können wir wieder einlesen. Das ist sehr schön. Ich habe übrigens in eurer Abwesenheit, ich war ja am Wochenende krank gewesen, die meisten werden es wahrscheinlich schon wissen, habe ich mir Windows 8 installiert. Und was soll ich sagen? Ich habe Rift neu installiert danach und es war wieder alles so wie vorher. Also ein Wunderwerk der Technik. Es ist alles in der Cloud gespeichert. Früher, vor ein paar Jahren, hat man mal gesagt, das wird alles auf dem Server gespeichert. Aber das ist ja Unsinn. Mittlerweile heißt ja alles die Cloud. Das wird in der Cloud gespeichert, in der Wolke. Ich frage mich immer, was für Wolken, aber gut. Dieses Wort ist in Mode gekommen und dann werden wir das natürlich auch benutzen. So, Moment. Ich rede ihm schon wieder um Kopf und Kragen. Da sind nämlich schon wieder die ersten Gegner. Können wir mal gucken. Den brauchen wir nämlich sogar. 2 von 8 haben wir da schon. Okay, müssen wir mal erledigen hier. Ich lasse mal meinen Kollegen Quantum los. So ein bisschen zum Warm werden. Aber hat ja schon mal ganz gut geklappt. So. Nur der Loot ist immer so eher bescheiden. Leinenstoff, was soll ich mit dem Dreck? Ich meine, ich kann natürlich craften da draußen, ist ganz klar, das weiß ich. Aber eigentlich hätte ich gerne irgendwelche viel schöneren Sachen. Also, da steht auch einer auf der Seite, müssen wir mal im Auge behalten. So, auch der ist erledigt. Wir müssen überhaupt mal schauen, was wir in den nächsten Folgen so machen. Denn normalerweise müsste ich ja wirklich mal stumpfsinnig im Level steigen, damit wir ein paar schönere Sachen machen können. Aber vielleicht gibt's ja das ein oder andere, was ich euch auch schon in diesem Levelbereich zeigen kann. Also wenn da einer eine Idee hat, was ich denn mal machen soll, dann einfach mal kurz Bescheid sagen, in die Kommentare schreiben oder sonst wohin. Und dann werde ich mir das Ganze mal betrachten und dann werden wir das gegebenenfalls machen. Es gibt da leider nur eine Bedingung. Und das ist die Bedingung, dass ich es alleine machen kann. Denn für große Koop-Aktionen langt meist meine Zeit nicht. So. Ich sehe aber schon. Warte mal, da vorne sind, da müssen wir auch rein. Wir können doch, glaube ich, dann direkt da rein. Genau. Das hatten wir auch. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Ist schon so lange her und ich hatte auch Fieber zwischendurch. Ist ja normal, dass man da vergisst. Wir wollten da direkt nämlich runtergehen. Denn da auch unten sind die Gegner, die wir brauchen. Zusätzlich diese 2 Teile da, was da leuchten. Die Splittersteinfassungen. So, ich gehe da mal ganz am Rand entlang. Komm, scheiß drauf. Wir gehen da jetzt direkt runter hier. So, wer bist du denn? Ein Kieferfäller-Beherrscher. So, hält auch nicht allzu viel aus, obwohl ein bisschen Schaden hat er gemacht, der Gute. Aber ich will mit euch noch weiter runter hier rein. So, und das müssen wir nämlich alles wegräumen wahrscheinlich. Aber der Kollege Quantum, der wird es schon richten. Dann renn einfach mal vor, mein Junge. Und hau drauf. So, der ist erledigt. Sehr schön. 3 von 3 haben wir. Und hier ist noch ein begrabenes Relikt, was auch immer das ist. Das ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. Genau, die Splittersteinfassung. Sehr schön. So, Moment, was haben wir hier? Von denen brauchen wir auch noch 6 Stück. Ach du Scheiße. Mhm.
War wohl nicht der Richtige. Die verlieren ab und zu was, das müssen wir einsammeln. Aber der Kollege hat hier diesmal nichts verloren. Sammelt Blut an die Samen. So, aber von dem brauchen wir auch noch ein paar. Deswegen würde ich sagen, Quantum, geh mal wieder vor. Okay, von denen haben wir jetzt fast alle. 6, 7, 8, noch 3 Stück fehlen. Wir gehen da einfach mal rundherum. So, das ist wieder das mit diesen Blutanisamen. Oder Anis-Samen oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Was auch immer es sein soll. Wir brauchen es auf jeden Fall. Ja, diesmal hat's geklappt. 1 von 6. Und den brauchen wir auch wieder. Sehr schön. Und wir laufen direkt auf unser nächstes Ziel zu. Ihr seht es in der Karte. Oder auf der Karte vielmehr. Das muss da irgendwo sein. Hallo? Wir sind doch fast direkt drüber, ey. 7 Meter entfernt. Ja, wo denn nun? Der Bluthauer-Zenker schläft noch. Ach, da hat sie es versteckt. Sieht man kaum. Schön getarnt. In Feld- und Wiesenfarbe. So, wo gehen wir noch hin? Na, wir müssen da jetzt rein, glaube ich. Da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. So. Die zerbrochene Schnalle 16 Meter entfernt. Liegt die... Ach, das ist da hier unten. Okay, ich habe mich eben gerade gefragt, ob das vielleicht oben ist oder unten, aber es ist unten. Alles klar. So, von denen brauchen wir auch noch welche? Nee, brauchen wir nicht. Dann gehe ich einfach direkt durch. Scheiß drauf. Sehr schön. Oh oh, jetzt hat er uns doch gesehen. Das war dein Ende, mein Freund. So, was brauchen wir denn eigentlich noch hier? Warte mal. Wir brauchen... Ach, diese Bluthauerbrecher und diese komischen... Anis, Samen, Anisamen, keine Ahnung. Da. Der nächste. So, drücken wir mal die Daumen. Jawohl. Die Hälfte haben wir. Ich mag so dieses stumpfsinnige Questen, mag ich eigentlich gar nicht so. Ich mag mehr Sachen, wo man weniger Gegner killen muss und dafür schönere Landschaften besuchen muss. Aber so bin ich nun mal. Okay. Wir müssen auf jeden Fall hier wieder raus, beziehungsweise wir können hier wieder raus. Von dem brauchen wir auch noch 2 Stück. Alles klar. Haut drauf. Einen noch. Und ich habe mir eben gerade mal einen Schluck Kaffee genommen. Und ich habe immer noch so leicht Husten. Das heißt, wenn ich längere Zeit am Stück rede, was bei Let's Plays öfters der Fall ist, dann bekomme ich manchmal so einen Hustenreiz. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Denn ich huste nicht gerne ins Mikro rein. Und ich schalte das Mikro auch nicht gerne stumm, weil es so laute Klackgeräusche gibt. Und ich mache auch nicht gerne einen Schnitt ins Video. Also egal, wie man es macht, es ist alles irgendwie scheiße. Da ist doch das Beste, einfach nicht zu husten. Übrigens weiß ich auch gar nicht, warum wir den Baum jetzt da ganz hoch gehen. Denn da müssen wir gar nicht hin, aber es ist wahrscheinlich wieder mein Forscherdrang, der mich dazu führt, da hochzugehen. Beziehungsweise ich sehe auch gerade, dass meine Buffs gar nicht aktiv sind.
Ich kleiner Idiot. Ab geht's. Schnell buffen hier. So, und da fliegt sogar jemand vorbei. Ach, dem rennt der hinterher. Okay, da können wir das ausnutzen. Ach nee. Er kämpft mit Quantum. War ja klar. So, von denen haben wir auch alle 8 besiegt. Sehr schön. Und das heißt, was haben wir da noch? Haben wir da überhaupt noch was? Da gibt es noch von diesen Blutdingsbums. Haben wir das jetzt abgeschlossen? Da hat doch noch die Hälfte gefehlt. Oder habe ich die Quest nicht aktiviert? Wir können gleich mal schauen. Aber ich suche mir erst nochmal eine sichere Stelle. Ich traue dem ganzen Baum hier nicht so wirklich. Da springe ich besser noch nicht runter. Wir gehen noch weiter runter. Hier können wir raus. Und dann stelle ich mich erstmal in die Ecke und schaue mal nach den Quests. Nicht, dass wir das übersehen haben oder so. Beziehungsweise ich sehe es ja auch direkt. Da. Genau, sammelt Blut, Anis, Samen. Da haben wir nämlich erst die Hälfte. Und die Quest haben wir nicht aktiv. Deswegen sehen wir es nicht. Ach, guck mal, da ist direkt einer hinter mir gespawnt, oder was? Der hat mich aber nicht gesehen. So, hast du was für mich? Quantum, du stehst so ein bisschen im Weg rum. Ach, Leinstoff, scheiße. Ich brauche mehr, ich brauche viel mehr von diesem Blut. Jawohl, noch 2 Stück. Und ich will erst die beiden haben, bevor ich hier wieder verschwinde. Das kannst du aber glauben, du. So, ich renne mal die andere Richtung, weil diese komischen Holzklötze hier, die haben das Blut nicht dabei. Aber die Kollegen haben das Blut dabei. Die, wie heißen die überhaupt? Kieferfäller Beherrscher. Ja, wunderschöner Name. Und da kommt auch dieser Brescher an. Naja, klar. Baby. Jawohl. Noch eine Fiole mit Blut fehlt uns. Und wir können uns endlich verwandeln. In den Geist, den ich schon immer sein wollte. Blutrünstig. Böse und finster. Ja, ich habe schon wieder meine Pillen nicht genommen vorhin. Man merkt das irgendwie. So, Moment. Da ist noch Blut. Da krieg ich noch Blut her. Sehr schön, und wir haben das ganze Blut. Das heißt, wir können wieder einen Abflug machen. Und schaut doch mal auf meinen Erfahrungsbalken hier unten. Was sehen wir da? Wir haben gleich wieder ein Level up, Freunde. Jawohl. Das heißt, garantiert, wenn ich diese Quest jetzt abgebe, habe ich ein Level up. Ich fange schon wieder an zu lallen hier. Jetzt liegt bestimmt alles daran, dass ich meine Pillen nicht genommen habe. Ich will da jetzt hoch, verdammt nochmal. Stinker stinkt im Weg rum. So, sehr schön. Da ist noch einer im Weg. Aber komm, den machen wir nochmal. Machen wir nochmal nieder, aber ich stelle mich hier erst hoch, damit ich auch diese Aussicht genießen kann, während ich hier diesen Kollegen umhaue. So, tot, mein Freund. Tod, mein Freund. Könnte auch ein Name sein. So, Moment, ich muss wieder ran. Scrollen. Sehr schön. So, und da sind auch noch jede Menge Gegner. Moment, ich schaue jetzt erstmal auf die Karte. Wir müssen da hoch. Also hier nach links. Genau, und da sind wieder die nächsten Treppen. Ach. So, man sollte natürlich auf die richtigen Tasten drücken auf der Tastatur. Und dann stürzt man auch nicht von Treppen runter, so wie ich das eben gerade getan habe. Aber ihr wisst ja, ich habe die Ausrede mit den Pillen, ne? So, hier gehen wir weiter.
irgendwann mache ich wirklich nochmal einen So-Counter, denn ich sage so oft So in einem Spiel, in einer Aufnahme, das ist schon nicht mehr feierlich. Und das ist, finde ich, eine ganz schreckliche Angewohnheit von mir. Ich meine, andere Let's Player machen das auch, das sehe ich auch ganz oft. Sogar andere ganz große Let's Player, die sagen immer so, so, aber muss nicht unbedingt sein. Und deswegen irgendwie versuche ich mal von diesem So-Trip runterzukommen. Ich glaube, ich hatte das sogar schon mal angesprochen in Rift, vor vielen, vielen Folgen, bei der ersten Staffel noch. Aber gut, es ist, wie es ist. Und wir genießen jetzt erstmal unser Level ab. Ralyn, Ralyn Laurel, schöner Name. Du brauchst gar nicht zu beten, meine Kleine. Ich grüße euch. Oh yes, Baby. Und damit haben wir ein weiteres Level erreicht. Wir sind jetzt Level 33 und wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Und zwar bittet uns Ralyn Laurel oder Laurel, bittet euch, in die alte Wache zu gehen und Altwurzeln im Inneren des großen Baumes zu sammeln. Möget ihr 1000 Jahre leben. Sollen wir da schon wieder zurück, oder was? Willst du mich eigentlich verarschen? Nee, da hab ich ja keinen Bock drauf. Marshall Kane. Erweist euch der Götter würdig. So, der hat auch was Neues für uns. Und zwar möchte er, dass wir in die alte Wache eindringen und dem Drollfürsten Taktus das Herz von Matos abnehmen. Taktus haust in den obersten Bereichen des Baums der alten Wache. Okay, der schickt uns tatsächlich auch nochmal dahin. Mein Befehl ist Leck Gesetz. Mich doch am Arsch. So, aber wir haben, glaube ich, noch eine Quest abzugeben. Schauen wir mal auf die Karte. Ja, da vorne. Also direkt hier weiterlaufen. Ja, und dann müssen wir leider nochmal zu diesem verdammten Baum und dann müssen wir da sogar hochklettern. Denn da oben irgendwo im Baum muss ein ganz besonderer Gegner auf uns warten. Der würde nämlich auch gerne sterben, habe ich gehört. Na, machen wir das doch auch. So, wir gehen hier direkt runter. Ich habe schon wieder so gesagt. So, wie heißt der? Erif Rosal. Weisheit und Leben. Weisheit und Leben, ja. So. Entschuldigung. Er hat schon wieder was Neues für uns. Und zwar hat der gute Erif Rosal. Was hat er denn? Dorel Vladi sollen wir beschützen. Erif Rosal bittet euch, Dorel Vladi zu beschützen, während er das Läuterungsritual durchführt. Das ist Dorel Vladi. Das heißt, wenn ich diese Quest jetzt annehme, dann kommen hier wahrscheinlich so ein paar Gegner angestürmt. Ah ja, gut. Viel Schauen Glück. Wir nochmal, ne? Viel Glück, ja. Alles klar. So, dann mach mal dein Ritual. Bau dir deine Bong auf. Oder die Blubber oder keine Ahnung, wie man das Zeug nennt. Na, dann lass uns mal loslegen. Wie soll ich doch beschützen? Alter Bettnässer. So, der rennt natürlich genau durch die ganzen Gegner. Das ist ja logisch. Ja, geht doch noch ein bisschen näher hin, ne? Ja, natürlich. So, er rennt weiter. Der wird jetzt hier, der ruft, ich fange schon wieder an zu stottern hier. Der wird jetzt wirklich eine ganze Runde um diesen beschissenen Baum rennen, oder was? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wenn das Ritual beginnt, werde ich mich nicht mehr bewegen können. Also haltet mich am Leben. Da ist auch schon jemand. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege, mich am Leben zu behalten. Ich gebe mein Bestes. Darauf kannst du einen lassen. So, er macht da irgendwas. Okay, es sieht aber so aus, als wäre da kein Gegner mehr. Außer die Gegner, die was hier sowieso normalerweise durch die Gegend laufen. So, wie da vorne. Ach du Scheiße. Und da kommen auch schon wieder zwei, als hätte ich es geahnt. Sag mal, Quantum, geh doch mal los. Muss man denn hier immer alles zweimal sagen? So, wir werden aber das ganze Zeug natürlich einstecken. Das ist ja unsere Belohnung hier.
Das heißt, der Penner hat überhaupt gar nichts dabei. Gut. So, machen wir fertig jetzt hier. Komm mal bitte zum Ende. Und da kommen die nächsten Stinker angeschissen. Es ist vollbracht. Nur einen kleinen Augenblick. Ja, mein Junge. Mach du mal, während ich hier alles einstecke. Ach du Scheiße. So, ich muss natürlich schon mal besser ziehen. Der letzte. So, wir müssen ihn allerdings betrachten, wenn ich ihn denn sehen würde. Sehr schön. Und das sind schon wieder die nächsten beiden. Sulfur, Fass. Ja, Sulfur, sag ich schon wieder. Leck mich doch am Arsch. Verdammt nochmal, es ist der Penner gestorben, ey. Die ganze schöne Arbeit umsonst, nur weil der Mistsack es nicht ausgehalten hat. Na, ganz toll. Das heißt, wir können da jetzt nochmal zurückgehen. Da liegt da noch ein bisschen was. Und die Quest nochmal annehmen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir müssen aber auf jeden Fall auch nochmal in den Baum rein. Dort, da ganz oben, da wahrscheinlich da, wo dieser Baum steht, da ist wahrscheinlich dieser ganz besondere Gegner. Den müssen wir schnappen. Gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Und wenn ihr was Besonderes habt, was ihr gerne mal sehen würdet, irgendeine Quest, was besonders schön ist oder so, schreibt sie einfach in die Kommentare und dann werden wir uns dem annehmen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal.